in der Folge noch ein bisschen darüber erzählen, was denn die Studenten der FH bei uns so vorgefunden haben und was uns an der Stelle auch, insbesondere auch an der Stelle bewegt. Ich möchte an den Beginn, möchte ich ein Zitat stellen, was ich auf meinem Blog geschrieben habe. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Buch von Clifford Stoll, Kuckucksei, gelesen hat, ist von 1989. Handelt davon, dass seinerzeit ein Angriff auf das Pentagon gelaufen ist, also ein IT-Angriff. Und Clifford Stoll hatte den Auftrag herauszufinden, was denn da passiert hat. In real war es ein Betrag kleiner einem Dollar, der auf irgendeinem Konto fehlte. Und er hat das untersucht, was da passiert ist. Das war noch die Zeit, als die Firma Digital Equipment mit ihren WEX-Rechnern weltweit auch führend war. Und am Ende war das dann so, dass eben die Spur führte dann nach Deutschland in der Tat und zwar auch nach Hamburg. Und Clifford Stoll hat dann herausgefunden, wie denn durch ein Sicherheitsloch, gerade in dem VMS-Betriebssystem, eben an der Stelle halt ein Angriff auf das Pentagon gelaufen ist und man doch eben auch Dokumente geklaut hat. Und er hat in dem Nachwort zu seinem Buch hat er gesagt, wie verbreitet man die Nachricht, dass ein Computersystem ein Loch hat. Manche sagen gar nicht, weil sie fürchten, wenn man den Leuten sagt, wie man Sprengstoff herstellt, dann basteln sie Bomben. Ich glaube aber, man kann so etwas nicht totschweigen, man muss sich damit auseinandersetzen, insbesondere deshalb, weil ich davon überzeugt bin, dass jedes über das Internet angebundene Device potenziell gehackt werden kann. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich mit dieser Tatsache auseinanderzusetzen, mit der Tatsache zu rechnen und insbesondere dann auch Maßnahmen zu finden, damit umgehen zu können. Das ist unter anderem auch ein Grund dafür, dass wir uns derzeit auch nach DIN ISO 27001 zertifizieren lassen, wo es darum geht, ich sage mal, Prozesssicherheit auch herzustellen, ein Risikomanagement auch in Unternehmen zu etablieren, wie man denn auch gerade mit den Risiken im IT-Sicherheitsmanagement eben an der Stelle umgeht. Das heißt, im Ergebnis ist es wichtig, dass im Unternehmen, bei den Mitarbeitern und nach Möglichkeit auch darüber hinaus, bei den Geschäftspartnern, bei allen denjenigen, mit denen man eben auch zu tun hat, ein hinreichendes Maß an, ja, ich habe das mal englisch formuliert, Awareness, Bewusstseinsbildung stattfindet, dass eben diese Gefahren generell bestehen. Und wir brauchen hier nur ein paar Wochen zurückzudenken, da war in der Presse auch die Meldung, dass eben diese WPA2-Verschlüsselung, die bis dato eben als 100% sicher gegolten hat, dass dort eine Möglichkeit gefunden worden ist, die zu hacken. Ja? Ja, und in der Tat, wenige Tage später waren Updates von den führenden Herstellern dieser Router von AVM und wie sie denn alle heißen, waren auf dem Markt. Und ich denke, das spiegelt wieder, dass es in diesem Bereich einen permanenten Wettlauf gibt zwischen den Leuten, die in irgendeiner Form, sag ich mal, Sicherheit implementieren wollen, und den Leuten, die aus welchem Grund auch immer, aus welcher Motivation auch immer, entsprechend diese Sicherheitsbarrieren versuchen zu überwinden, zu umgehen und entsprechende Angriffe eben zu starten. Ich gebe Ihnen ganz kurz einen Überblick, wie sieht das bei der SOCTIM AG aus. Die SOCTIM AG hat hier in Aachen zwei Gebäude, Haus A und Haus B auf der anderen Seite der Straße. Wir haben darüber hinaus ein Bürogebäude in Essen. Und alle diese Gebäude sind verbunden auch über Leitungen, die durchs Internet gehen, entsprechend abgeschirmt, entsprechend abgesichert. Aber das soll mal die Grundkonfiguration. Wir haben in allen drei Gebäuden eine elektronisch gesteuerte Haussteuerung mit verschiedensten Komponenten an der Stelle. Und da die Fachhochschule uns ja auch in ihrem Blog freundlicherweise mitgeteilt hat, dass sie uns über E-Mail-Attacken angreifen will, habe ich Ihnen hier mal eine Prinzipskizze mal dargestellt, wie sieht das mit den E-Mails aus. Ja, die kommen irgendwo über eine Internetverbindung. Wir haben dann eine sogenannte Appliance, also ein Stückchen Hardware mit fest implementierten Sicherheitsalgorithmen da stehen, die eben diese E-Mails untersuchen und die werden dann über Exchange-Server ins Netz eben entsprechend verbreitet. Das heißt, die E-Mail läuft eben ungefähr einen solchen Weg, wenn sie denn mal durch die Firewall, durch die Appliance, durch alles andere durchgegangen ist, bis zu dem Gerät, zu dem Benutzer, der letzten Endes dieser E-Mail ist. So, wo ist das Problem? Also wir sehen erstmal keins, wir glauben auch, dass das hinreichend gut abgeschirmt ist und dass wir die Dinge soweit eben auch sehr gut eben auch finden können.
Was hat das jetzt mit der Haustechnik zu tun? Wir haben, wie ich eben sagte, wir haben Haustechnik. Die Haustechnik steuert alles das, was hier so im Gebäude irgendwo ist. Und diese Haustechnik ist eben auch nicht mit dem Internet verbunden. Ist sie nicht. Sie ist isoliert, isolierte Systeme, die durch entsprechende Siemens SPS gesteuert werden. Das sieht dann ungefähr so aus. Die steht neben unserem Netzwerk, gesteuert durch so eine Siemens-Logo-Steuerung. Und das ist es ja erstmal. Jetzt kann man sich ja fragen, was macht das jetzt eigentlich an der Stelle? Ja, sind wir uns auch ziemlich sicher, dass wir an der Stelle kein Problem wirklich haben. Aber in der Tat ist es so, diese Elektronik muss natürlich auch irgendwie programmiert werden. Deswegen gibt es da so einen Rechner bei uns. Gibt es da so einen Rechner bei uns, von dem aus man diese Einrichtungen programmieren kann. Das machen wir auch an der Stelle wiederum nicht direkt. Wir machen das so, dass wir Programme erstellen. Und diese Programme laden wir dann in eine solche SPS. Ja, die Fachhochschule behauptet, sie hätte uns angegriffen, hätte auch erfolgreich uns gehackt. Und sie glaubt, dass sie in der Lage wäre, diese Haustechnik irgendwie zum Flackern zu bringen. Und das bin ich mal gespannt, was sie uns heute Abend dazu sagen, wie sie das gemacht haben und ob das geklappt hat und wie das geklappt hat und was sie da an der Stelle eben erreichen konnten. Wie gesagt, wir glauben als Optim an eine neue Energiewelt von morgen, an eine sehr stark vernetzte Energiewelt mit sehr vielen verteilten Einspeisungen und Verbrauchern natürlich. Und das Ganze wird getrieben von Digitalisierung, wird getrieben von elektronisch gesteuerten, programmierbaren Systemen. Und wenn Sie mich fragen, dann sind diese Systeme von Optim. Und damit bin ich am Ende meines Parts. Ich übergebe an den Herrn Schuber. Ich bin mal gespannt, was er mir erzählt. Ich blende einmal über die andere Präsentation. Ich hoffe, dass ich das auch schaffe. Als Professor ist man meistens der Unfähigste, wenn es um Rechner geht im Raum. Das meiste soll ich streichen, meinst du? Gut, also zunächst einmal vielen Dank für die Einführung, Herr Dr. Halbach. Ich würde ganz gerne zu Beginn eine Sicherheitsunterweisung machen. Das liegt daran, dass wir an der Fachhochschule momentan sehr stark lernen, dass AGUM, Arbeitssicherheit, Gesundheit und so weiter unserer Mitarbeiter sehr wichtig ist. Die Studierenden wissen das, die machen nämlich jetzt jährlich einen Test bei uns. Also sollte hier gleich irgendwie vielleicht mal das Licht ausgehen oder ähnliches, keine Panik. Wir haben Taschenlampen dabei, oder Sie haben Taschenlampen dabei, normalerweise an Ihrem Handy. Die sind unabhängig von der Stromversorgung dieses Gebäudes, also die können Sie zur Not benutzen. Ich denke mal, wir haben hier auch Notausgänge, rechts, links, also wenn Panik auftritt, dann bitte versuchen, möglichst ruhig zu bleiben und den Raum zu verlassen. Blackout, ein interessantes Experiment. Wir haben das mit großer Freude gemacht, auch wenn es uns ein bisschen Zeit und Mühen gekostet hat zwischendurch. Und deswegen möchte ich mich auch zuerst mal bei ein paar Organisationen und Leuten bedanken, die uns dabei geholfen haben. Zunächst einmal geht mein Dank an die Kirche. Jetzt mögen Sie vielleicht denken, okay, was hat jetzt die Kirche mit Hackerangriffen zu tun? Aber das werde ich Ihnen im Laufe meines Vortrags so ein wenig klar machen. Also wir sehen hier links das Symbol der Kirche, das Kreuz, auf der rechten Seite den Martin Luther, dieses Jahr ja eine ganz besondere Rolle hatte, weil er hat uns einen zusätzlichen Feiertag gebracht, den 31. Oktober, das war sehr nett von ihm. Und leider sieht es so aus, als würde der nächste Feiertag dann wieder in 500 Jahren sein, also naja, aber wir hatten Glück auf jeden Fall. Wie hängt das jetzt mit uns zusammen? Ohne die Hilfe der Kirche wäre der Angriff nicht gelungen. Das stelle ich mal so in den Raum und Sie können mal selber überlegen, warum das so ist. Was hat die Kirche jetzt mit unserem Hackerangriff zu tun? Hatten wir vielleicht besonders viel göttlichen Beistand bei der Überlegung, was wir denn zu tun haben? Oder haben wir einfach bei den 10 Geboten vergessen zu sagen, du sollst deinen Nächsten nicht hacken? Ich werde es zum Ende hin auflösen, jetzt noch nicht. Jetzt möchte ich mich noch bei anderen Leuten bedanken.
bei diesem Herrn zum Beispiel, das ist, nein, das ist kein Überwachungskamera-Video, wo ein Hacker gefilmt wird. Es ist aus dem Video, was unser Rektor erstellt hat, zusammen mit seinen Mitarbeitern, für die Bewerbung einer Uni ein Buch. Und er ist da zu sehen, wie er vor seinem Rechner sitzt. Der Rechner, der Laptop hat noch Batterie, aber hinten ist es alles dunkel, also es gibt ein Blackout. Und ja, dieses Video war sehr erfolgreich, deswegen sitzen wir heute hier. Und nachdem wir dann die Zusage bekommen haben vom Stifterverband als Fachhochschule Aachen, dass wir dabei sind, dass wir gesponsert werden mit unserer Aktion, war die Freude natürlich sehr groß und wie das so ist an Hochschulen, dann wird die Presseständer aktiv und hat eine Pressemitteilung rausgeschickt. Und in dieser Pressemitteilung stand dieser Satz, ich lese ab und zu Pressemitteilung der FH Aachen und bei dem Satz habe ich dann so ein bisschen gestutzt. Highlight der Veranstaltungsreihe wird übrigens ein Hackerangriff auf die Stromversorgung eines Gebäudes in Aachen sein. Okay, dachte ich. Interessant. Dann habe ich mir überlegt, wer soll das wohl machen? Weil an der FH Aachen gibt es jetzt, würde ich mal sagen, einen relativ begrenzten Kreis von Leuten, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, die könnten ja mich meinen. Oder unser Team. Also nicht nur mich, sondern auch eben alle, die mit mir zusammenarbeiten. So, und es war tatsächlich so, dass ein oder zwei Tage später wir kontaktiert wurden, ob wir denn sowas könnten. Ja, dann haben wir hin und her überlegt, können wir sowas? Ja, vielleicht. Wobei, Sie haben es ja schon eben gehört im Vortrag vom Herrn Dr. Halbach, dass Angriffe auf solche Anlagen nicht unbedingt einfach sind. Das liegt ganz einfach daran, überlegen Sie mal, was ich zu Hause könnte, ein Hacker Ihre Stromversorgung lahmlegen. In den meisten Fällen ist das wahrscheinlich relativ aussichtslos, weil das ist relativ IT-untechnisch, was da tatsächlich bei der Stromversorgung heutzutage passiert. Kann natürlich sein bei Gebäuden hier in Aachen, dass die schon eine relativ High-End-Gebäudetechnik haben, dass es tatsächlich irgendwo verbunden ist. Aber zunächst einmal waren wir etwas ratlos, wie soll man denn sowas machen? Ja, das war der eine Punkt. Also im Fernsehen sieht das immer alles so einfach aus, die Hacker tippen so ein bisschen rum und nachher funktioniert alles so, wie die Hacker das denken. In der Realität ist das ein bisschen schwieriger meistens. So, das war der eine Punkt. Der zweite Punkt, es gibt ein zweites Buch, was in dem Zusammenhang sehr interessant ist, das nennt sich abgekürzt STGB. Das steht für Strafgesetzbuch. Da stehen irgendwie so komische Paragraphen drin, wie Paragraph 202. A, Strafgesetzbuch, Ausspähen von Daten ist verboten. Hackerparagraf, man darf das nicht. Man wird irgendwie bestraft dafür, wenn man sowas macht. Es gibt Paragraf 303, da geht es um Sachbeschädigung. In Unterparagraphen A und B geht es da zum Beispiel um Datenveränderung oder Computersabotage. Ja, und dann habe ich so weitergedacht und ich habe hier öfters mit Polizeibehörden zu tun. Wir haben Projekte mit dem Landeskriminalamt, mit dem Bundeskriminalamt, wir haben ein Projekt jetzt gehabt mit Interpol. Kollege Schmidt sitzt da auch, der war auch dabei und das ist ein Foto, was wir damals von Interpol aufgenommen haben und Sie sehen es vielleicht nicht deutlich, ich habe schon meinen nächsten Besuch bei Interpol gekennzeichnet. Ich glaube, ich komme da gar nicht mehr, ich komme noch rein in das Gebäude, aber nicht mehr raus. Also von daher hatten wir auch da so ein kleines bisschen Bedenken. Ja, dann haben wir überlegt, naja gut, trotz aller unserer Bedenken, dass es vielleicht schwierig wird und dass es zunächst mal strafbar ist, könnte man ja vielleicht eine Lösung für das Problem finden. Und die Lösung liegt darin, dass man das nicht auf eine kriminelle Art und Weise macht, sondern so, wie es heutzutage schon in vielen Bereichen gemacht wird, nämlich, dass man sogenanntes ethisches Hacken macht. Ethisches Hacken bedeutet, man untersucht Systeme auf ihre Sicherheit hin und versucht Schwachstellen zu finden. Das haben wir eben auch schon mal kurz gehört. Und wir haben tatsächlich bei uns eine Reihe von Studierenden, also das sind Studierende unserer Hochschule quasi, Sie sehen es an der modernen Technik unten links, die dabei sind, irgendwelche Systeme auf ihre Sicherheit hin zu untersuchen. Und die Ergebnisse werden dazu benutzt, die Systeme einfach sicherer zu machen. Das ist so, als wenn Sie eine kugelsichere Weste kaufen wollen im Laden und dann hätten Sie schon ganz gerne, dass das irgendjemand mal getestet hat vor Ort, die wirklich kugelsicher ist. Ne? So ist das heutzutage mit Pentest. Also ethische Hacker werden engagiert, um mal zu testen, ob die Systeme tatsächlich wirklich funktionieren. Das darf man nur mit Systemen machen, die einem entweder selber gehören oder wo der Eigentümer seine Zustimmung gegeben hat. Und das war genau der Punkt, wo wir daran gedacht haben, okay, wir haben
technisch gesehen die Möglichkeit, wir haben die Kompetenzen, sowas zu machen, vielleicht auch ein Gebäude anzugreifen. Wir brauchen aber einen Freiwilligen, der sich als Opfer zur Verfügung stellt. Und dann ist, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Kette war. Ich glaube, über den Herrn Dr. Röllinger als ehemaligen Vorstand hier von der SOBTIM ist der Kontakt hergestellt worden zur SOBTIM. Und dann hat sich die Firma SOBTIM als Freiwilliger zur Verfügung gestellt. Ja, wofür wir sehr dankbar sind, weil, ich sag mal, letztendlich, Sie lassen sich auf ein Experiment ein, wo Sie auch gar nicht so richtig wissen, okay, wie kommt das überhaupt da draußen in der Welt an? Ja, und dann durften wir die Firma SOBTIM hacken. Ne, also unsere Aufgabe war, greif doch mal unsere Gebäudetechnik an. Die steht drüben im Gebäude B, glaube ich, im Keller. Ne, und versucht mal, ob ihr da rankommt. Übrigens, sie ist nicht mit dem Netz verbunden. Dankeschön. Ja, ich schalte jetzt einmal live in den Raum der Gebäudetechnik drüben. Da geht das nämlich schon langsam los. Also das ist drüben der Raum der Gebäudetechnik. So sieht das aus. Momentan auf dem Bildschirm irgendwelche komischen Meldungen. Raketensilos werden bestückt. Nein, so schlimm ist es nicht. Also so sieht auch nicht wirklich aus. Also das ist nicht ganz ernst gemeint. Also das der Raum sieht in Realität sehr viel trister aus, muss man sagen. Gar nicht so hochtechnisch wie das hier. Aber ich finde, das Bild passt einfach ganz gut. Also wir haben hier die Haustechnik von SOBTIM, die hier im Bild dargestellt wird. Ich habe das jetzt nochmal etwas abstrakter hier aufgemalt. Daran angeschlossen so einiges. Alarmanlage, Lichtsteuerung, Heizung, was man so mit einer Gebäudesteuerung dann eben steuern kann. Und wie der Dr. Haber schon sagte, das Ganze ist eine Insel. Und das ist natürlich eine Herausforderung für den Angreifer. Das ist so ungefähr so, als wenn Sie Ihr Handy nehmen und das in den Flugmodus schalten. Normalerweise haben Sie Mobilfunkverbindung, Sie haben WLAN-Verbindung, Sie haben Bluetooth-Verbindung. Sie können mit Ihrer Umwelt kommunizieren und dann schalten Sie Flugmodus ein und dann sind plötzlich alle diese Verbindungen gekappt. Das ist im Grunde genommen die Situation, die wir hier haben bei SOBTIM. Wir haben eine Raussteuerung im Flugmodus. Das heißt, wir kommen von außen da nicht dran. Ja, dann haben wir lange gerätselt und dann just am Reformationstag kriegt mir dann noch ein bisschen göttlichen Beistand in der Form von Martin Luther. Und Sie sehen es vielleicht an seinen Mundwinkeln, er fand unsere Lösung auch ganz interessant. Er war gar nicht mehr so ernst, sondern er musste etwas schmunzeln, als wir ihm erklärt haben, dass wir durch ihn tatsächlich auf den Trick gekommen sind, wie wir da reinkommen. Weil, das sagte der Herr Dr. Halbach eben auch schon, es gibt durchaus Zeitpunkte, wo ein Update gemacht wird. Und was hat denn die Kirche jetzt damit zu tun, mit Updates einer Gebäudesteuerung? So langsam könnten Sie vielleicht da, oder der ein oder andere drauf tun. Wir hatten sogar einen ganz besonderen. Bitte schön. Die Updates laufen nur am Feiertag? Die Updates laufen nur am Feiertag, ja, das könnte tatsächlich ein Grund sein. Also, man macht tatsächlich solche Updates am Feiertag. Ne? Könnte am Reformationstag passiert sein. Aber das war eigentlich nicht der Grund für die Updates. Warum macht man denn Updates? Weil der Feierplan so ein bisschen außerplanmäßig war. Richtig. Ne? Es gibt nämlich im Jahr sogenannte bewegliche Feiertage. Ja, die sehen erstmal unbeweglich aus, so ein Karfreitag ist mal Freitag, ist irgendwie unbeweglich, so ein Ostermontag ist meistens Montag, also von daher unbeweglich, aber im Kalender, ne, das ist einmal am 17. April, einmal am 31. Mai, da bewegen die sich. Und die Gebäudesteuerung muss das berücksichtigen, das heißt Licht, Heizung, Alarmanlage wird an beweglichen Feiertagen anders laufen als an einem normalen Werktag. Das gleiche gilt sogar für den Reformationstag. Auch wenn der immer fix am 31. Oktober ist, ist er für uns beweglich gewesen, weil, na gut, der tritt aber nur alle 500 Jahre auf. Also dieses Jahr musste der reingenommen werden, nächstes Jahr muss er wieder rausgenommen werden. Und also nach dem 31. Oktober war eigentlich die Möglichkeit, das System wieder abzudaten für das nächste Jahr. Ne? Also wenn wir es schaffen, genau den Zeitpunkt zu finden, wo letztendlich dieses Update stattfindet, ne, zwischen dem 31. Oktober und zum Beispiel heute, und wir es schaffen, zu dem Zeitpunkt die Konfigurationsdatei der Gebäudesteuerung zu manipulieren, dann sind wir eigentlich am Ziel. Das einzige Problem war jetzt noch, wir müssen die Datei finden, die irgendwo in dieser Haustechnik eingespiegelt wird. Ne, also die Datei, die letztendlich uns kurzzeitig zumindest diese Tür aufmacht, diese Insellösung beseitigt, sodass wir unsere Idee der Manipulation der Gebäudetechnik durch eben diese Konfigurationsdatei tatsächlich umsetzen können.
Und wie das Ganze jetzt im Detail gemacht wurde, das erzählt Ihnen unser studentisches Team. Und ich glaube, es ist bald soweit. Ich glaube. Okay, wir werden sehen, ob noch irgendwas passiert heute Abend. Meine Uhr ist nicht synchron mit der Gebäudeschrank. Vielleicht passiert ja auch gar nichts. Wir werden sehen. Also ich würde ganz gerne jetzt an das studentische Team übergeben und der Herr Höfgen wird das Ganze so ein kleines bisschen moderieren.